Es ist nun endlich peinlich. Aber die alte Dame ist selber schuld. Hat denn schon jemand gesehen, dass man eine Grenze ohne Pass überschreiten kann? Sie war eine so stille, eine so gute Frau. Sie hat nicht viel gegessen und die Strümpfe gestopft. Woher soll ich denn eine zweite Schwiegermutter nennen? Na, leider war sie nicht auf der Höhe ihrer Aufgaben. In unserer Zivilisation hat die Kenntnis der internationalen Vorschriften eine erstrangige Bedeutung. Wieso? Sie wollte doch nur zum Schrank gehen. Und der Schrank ist auf der anderen Seite. Mein Schrank? Ist ein politischer Schrank. Wir haben versucht, ihn in die Zone A einzubeziehen, aber leider war es nicht möglich. Wir haben versucht, einen exterritorialen Schrank daraus zu machen, aber aus übergeordneten Gründen war das nicht möglich. Der Schrank wurde stratifiziert und dann ratifiziert. Nicht wahr, meine Herren? So ist es! Ja. Ist außer dem Schrank noch etwas stratifiziert? Alles! Zum Beispiel die Speisekammer? Die Speisekammer vor allem als eines der Hauptwirtschaftszentren. Aber seien Sie ganz beruhigt. Die Speisekammer gehört zwar zur Zone A, aber dafür haben wir der Zone B das Einwegglas mit den Kirschen in Spiritus zugesprochen, das dort neben dem Estrich steht. Die Grenzen sind so erdacht worden, dass keines der Grenzländer benachteiligt behandelt wird. Ähnlich sind wir mit anderen Gegenständen vorgegangen. Wir haben ein ideales Gleichgewicht gewahrt. Bestimmt, bestimmt. Nur, wie werde ich mich in meiner Wohnung bewegen? Nichts einfacher als das. Sie bekommen entsprechende Passierscheine. Sie müssen sich nur der beiderseitigen Grenzkontrolle unterziehen. Ich verstehe Sie ausgezeichnet. Aber die Schwiegermutter lebt nicht mehr. Ich drücke Ihnen mein Beileid aus. Ein Unglück. Ein Zwischenfall. Ein unglücklicher Unfall. Ein Präzedenzfall. Wie? Ein Präzedenzzwischenfall. Sie haben mir meine Schwiegermutter präzedenziert? Wir? Ja, wer sonst? Das sind nicht wir. Das ist die Geschichte. Ich verbitte mir diesen Ton. Ist das die Art, wie man hier Gäste aus einem befreundeten Nachbarland behandelt? Nachbarland, Nachbarland. Wir haben keine Nachbarländer. Wir sind das einzige Nachbarland der Welt. Merken Sie sich das, Sie Idiot. Frau Magdantlerin, geben Sie mal eine Zitrone, eine Limetten und eine Limone. Bei mir daheim stehen 10 ganz gleiche Sachen, der Ole und das Hasen. Und ein Freund von mir hat 20 ganz gleiche Sachen. Die hassen alle anders. Und das auch erkennt dem Traumhof-Ruf-Gesetz von welchen Sachen, zu der alle anders sagen kann. Bei uns ist jeden Tag Babylon. Und trotzdem sagen wir, am Montag, Dienstag, Mittwoch. Bei uns ist uns ja Babylon. Und wir sagen, dass wir das verstehen.
was immer heut, jeden Tag drei gleiche Sachen. Weil irgendwann kommen wir alle zusammen, in der Mitte von den Sachen, die wir alle haben.